Hallo, herzlich willkommen zu einem, nennt man das, wenn etwas lange her ist. Ja. Egal, lassen wir einfach mal so, zu einem neuen Computervideo. Tatsächlich habe ich mir das selbst gekauft und ihr werdet jetzt einfach gleich sehen, was es ist. Paket wurde großteils vom Postboten, dass ich so in den Briefkasten geknietscht. Ja. Vielen Dank. Ja, nehmen wir das einfach mal auf. Witz an der Sache, dass er ein anderes Paket genau zeitgleich hier nach oben gebracht hat. Ja. Also er hätte einfach das auch mit hochnehmen können. Also er hat wahrscheinlich versucht, beide reinzuknietschen, aber dann hat nur eins reingepasst. Ja. Wollte er nicht mehr rauskommen. Finn räumt auf. Nee. Ein Paket ist ein kleines Paket. Mhm. Vielleicht. Ja, okay, steht eigentlich hier hinten schon drauf, was es ist. Deswegen ist es jetzt. Okay. Ja, Finn, wir müssen hier jetzt mal wieder was machen. Ja. So. Zwei kleine Schrauben. Zwei ist das. RGB, da ist das so. Mhm. Die schraubt man sich irgendwie dann da ins Gehäuse rein, wie das funktionieren soll. Das werden wir herausfinden müssen. Genau. Also das sieht ein bisschen komplizierter aus als gedacht. Hoffen wir mal. Luis hat dann auch schon Vorbereitungen getroffen. Normal steht ja hier der PC. Den hat er schon abgebaut und hat den hier rüber aufs Pad gelegt, weil da ist die beste Möglichkeit, den jetzt aufzumachen und dran rumzuschrauben. Genau. Ja, das werden wir jetzt auch direkt machen. Jo. Na dann, stellen wir mal das Licht hier auf. Ja, erstmal gucken, wie wir das hier reinkriegen. Ja, nicht so ganz, wie das hier reinkommt. Auf dem Bild war das auch unten drin. Also wir werden uns das irgendwie hier reinbasteln müssen. Ja, da oben ist ja ein Loch, ne? Ja. Aber das Ding ist... Dann hängt das so. Das ist ein Ziel. Das soll ja eigentlich... Eigentlich müssten diese Ösen quasi... mehr oder weniger abgedingst, gebogen sein, damit man das hier hinten festmachen kann. Mhm. Ja, tut's aber nicht. Man kann die nicht biegen, oder was? Doch, geht schon, muss man jetzt nicht richtig biegen. Zur Not mit einer Zange probieren. Das geht schon. Gewickt. Und dann wird auch dabei. Mm. Das könnte aber funktionieren. Ich mach mal eine Zange. Ja. Finn, drück mal die Daumen, dass das klappt. Ja, da guckst du, ne? So. Ich hab mal eine Zange vorbereitet.
zitieren, könnte ich mir auch einfach ein Himmelchen nehmen, ein bisschen gerade nach unten. Ja. Also ich glaube, haben wir doppelseitiges Klebeband oder so ein Scheiß? Nee, haben wir jetzt glaube ich nicht hier. Dann könnte dieses andere, das graue, umfunktionieren. Konservativ. Ja. Ja, weil ich glaube, hier wird immer ein bisschen ganz glücklich. Weil prinzipiell. Wie gesagt, passt halt überhaupt nicht. Ne? Aber prinzipiell könnten wir das hier einfach irgendwie festbappen. Ja. Wenn ich das Ding hier unten einfach unten klopfe. Ja, dann machen wir das so. Man kann das auch mit einem Tupf. Oder Superkleber. Superkleber machen, ne? Ich mach mal kurz Pause, Sulla. Ja. So, jetzt sind wir wieder on stage. Genau, und da das eigentlich an der Stelle, wo es vielleicht vom Hersteller geplant ist, nicht so wirklich hinpasst, haben wir uns jetzt eben was anderes überlegt. Wir haben diese Teile, wo man es eigentlich festschrauben kann, haben wir jetzt einfach umgeklappt. Genau. Umgebogen und wir nehmen jetzt einfach Sekundenkleber und machen das an zwei kleinen Stellen, das reicht schon, machen wir das dann am Gehäuse hinten fest. Die Frage, ich mir jetzt stelle. Wir gucken jetzt erst, wo das Kabel hin muss. Erstmal muss der Gerät raus. Das ist übel. Vor allem wäre es halt cool, erst zu wissen, ob es auch funktioniert, ne? Oder bist du sicher, dass es so funktioniert, weil wenn wir es dann angeklickt haben, ist es gut. Ja, da hast du wohl recht, aber... So, ihr Lieben, also wie gesagt, wir machen jetzt als erstes mal... einen Funktionstest. Genau. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich sowieso schlauer, wenn es irgendwie möglich ist, vorher eben so einen Funktionstest durchzuführen, bevor man es irgendwo fest verkabelt und einbaut, weil wenn es jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es später, wenn es fest drinne gebaut ist, auch nicht. Man kann sich dann einen Haufen Arbeit sparen und es gegebenenfalls zurückschicken als Defekt zum Beispiel. Aber da wir es ja auch nicht anschrauben können, sondern eben an zwei Stellen einfach festkleben, wäre das ganz dumm, wenn wir dann hinterher merken, dass es einfach nicht funktioniert. Das muss ich jetzt so schnell mal verstehen. Oh, muss ich das wieder machen? Mit den Steckern wärst du nicht warm, ne? Mit denen absolut nicht machen. Das sind diese drei Pinstecker. Ich hasse sie. Man sieht ja auch gar nichts. Ich weiß, aber... Wo sind denn da die Dinger hier? Ja, da ganz oben sind da drei Nopsis direkt. Das ist neben dem Stecker hier. Genau. Die zwei müssen rechts.
Bist du drin? Ja. Sehr schön. So fest wie möglich. Okay. Hallo! Guten Tag. Ja, wir müssen jetzt erstmal einen Flug los. Genau, wir sind nämlich schon schlauer geworden, gucken jetzt erst, ob das Ding überhaupt irgendwas macht, und wenn es nichts macht, dann ist blöd. Dann brauchen wir es auch nicht einbauen. Es macht was. Ja. Es leuchtet. Okay, das sieht gut aus. Es leuchtet schon mal, also können wir es einbauen. Ja, okay. Kannst du wieder runterfahren dann? Genau. Und dann können wir es tatsächlich einbauen. Also das ist auf jeden Fall immer, gerade wenn man hier so ein Gedöns macht, dass man eben die Festplatte rausbauen muss. Und dieses Ding. Nee, was ist das nochmal für ein Ding? Die Grafikkarte. Ach, die musst du ausbauen mit dem Ding? Weil wir diesen sonst nicht eingesteckt kriegen. Ach, du Deshalb immer erst testen, ob es funktioniert, sonst baut man es nämlich zweimal aus und wieder ein. Ja, aber das sieht gut aus, heißt, der Spaß kann weitergehen. Nein. So. Nach dem Funktionstest, so seht ihr, glaube ich, mehr. Seht ihr überhaupt was? Ja, jetzt seht ihr was. Frage. Nach dem Funktionstest bauen wir das jetzt ein, aber wir können es eben. Wir bauen erstmal was aus. Genau, wir müssen erst Platz machen, damit wir den Stecker einstecken können. Genau. Oder da einstecken müssen. Das ist irgendwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Grafikkarte. Wenn ich irgendwas halten soll, irgendwann darfst du Bescheid, ne? Ja, wo ist die Schale? Was suchst du jetzt? Da darfst du einen kleinen Hebel runter machen, damit die Grafikkarte rausgeht. Oh. Da. Was runter. Guck mal, was. Hab ich jetzt gleich. So, wo machen wir den sicher? So. Die Immobilien drücken. Ja. Was ist das gerade hier unten? Das ist ja schon mal gar nicht geil. Das ist gar nicht gut. Wollte man schalten.
eigentlich? So ein Lüfter hat immer ein Ding zum Rein. Dann geht wieder einer weg. Nee, das geht gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Hört mir gerade auf. Also bräuchte der einen extra Anschluss. Nein. Also, entweder ich bin halt doof, weil prinzipiell müsste ich ja noch so einen Anschluss frei haben, damit wieder so einer rauskommt. Nur hier zusammen. Das Lustige ist, der andere Anschluss für solche Dinge ist hier oben. Da wo wir es gerade ausprobiert haben. Genau. Kannst du es doch hier oben durchführen? Ja, natürlich. Lauf von hier. Ich bin ja auch Logik-Mutti. Das Ding ist, wenn das jetzt hässlich aussieht, ist schlimm guter Kom-Eli-Verlängerungskabel. Da können wir das ist gut. Man sieht es überhaupt nicht mehr. Das hängt hier hinter dem Lüfter, das Kabel. Ja, okay, dann drehen wir den jetzt wieder rum. Ich mache den halt direkt wieder zu. Hast du es eingesteckt, ja? Ja. Dann hoffen wir, dass er einfach das so akzeptiert, wie ich es ja gerade mache. Ja. So, und also jetzt musst du dann nur noch mal gucken, wie du das Ding hier drin hängen haben willst. Ja, du kannst es machen. Ja, das hängt halt hier jetzt, ne? Nicht, dass es irgendwo dran bleibt. Also ihr habt bestimmt jetzt extrem viel gesehen, nämlich nur mich. Aber ich habe jetzt ich habe das Teil halt einfach rumgedreht, damit das Kabel nach oben rausgeht. Und dann kann man es eben an der Buchse, die noch frei ist, einstecken. Da wir es ja eh nicht festschrauben, ist es auch eigentlich ziemlich egal, in welche Richtung die Schraubenlöcher gehen, also die Befestigungsteile. Heißt, wir machen das jetzt einfach freie Schnauze, weil das Gehäuse ist ja schon ziemlich voll.
ist doch wieder mein Part. Was du da gerade versuchst. Mach du mal. Wo muss der rein? Direkt in den hier mit den drei Fügern. Gar kein Problem. Ja, Leute, mit den Kabeln verstehe ich mich nicht so ganz gut. Man sieht halt wieder nichts. Ja. Davon ganz viel. Da hat man wieder taktisch für keine Taschenlampe gesorgt. Profis. Braucht man da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Profi am Werk. Auch schon mal wieder drin. Ja, wie passt das? Festlegen so, dass das Kabel hier oben. Das kann man ja zur Not da oben dann noch mal reinstecken, irgendwo in so einen Ritze oder so. Scheiße. Das sind einfach die Dinger hier. Weil dann so. Warte mal, ich hab die Pfeife editiert. Ich mach das Ding hier raus. Und dann wäre der Leitstreifen auch in die Richtung geleuchtet. Damit kommen wir eigentlich weit. Nee. Brauchen wir das komische Metallding gar nicht? Ach, das ist der Weg. Das geht nicht. Mhm. Hey, guck mal. Wo soll jetzt das Licht hin? Guck. Der soll hier so hinleuchten. So, und das Pappelding ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, kann man das hier einsetzen? Das ist Pappe-Ding dran und wir kleben halt von hier. Ja. Also wir machen jetzt hier einen kleinen Tupf drauf. Ja. Das ist irgendwie, ne? Ja, wir machen hier einen kleinen Tupf oder hier einen kleinen Tupf und hier einen kleinen Tupf und dann... Ich würde eher hier und hier jetzt drauf lassen. Mhm. Und dann packst du das rein. Oder drei Tupfen. Bitte hier und hier. Okay. Hast du Angst? Nimm die Bedienungsanleitung, genau. Genau, wir legen das runter, weil Sekundenkleber... Also bevor wir jetzt hier handeln, machen wir das so rein? Ja, ne? Ja, ich denke, das ist okay. Dann machen wir es ein bisschen. Ja, wir machen es so. Mhm. Funktioniert super. Das ist halt nur ein Sekundenkleber. Leute, ihr merkt ja, wir sind Profis. Ich kann nicht an Sekundenkleber klären. Auf die Finger aufpassen, sonst kleben die nämlich damit drin, ne? Guck, einen Moment, du musst einen Moment halten. Was brauchst du? Yes. Drück mal hier an der Mitte noch mit ab. Was? Ich glaube, das funktioniert. Ich
ist ja tatsächlich auch so gut gewesen, ne? Ja, hier passt das, dass das so absteht. Okay. Das verlegen wir mal. Okay, dann merke ich mir, wir haben die Grafikkarte komplett umsonst ausgebaut. Ja. Ja, jetzt packen wir die wieder rein. Wir machen jetzt hoffentlich nicht den Joule zu nehmen. Lüfter funktioniert nicht mehr. Doch, du hast ja wieder alles eingesteckt, der funktioniert auch. Der Stecker ist auch noch richtig drin, ne? Ja. Rin mit dem guten Stück. Muss er nur einmal klicken oder auf beiden Seiten? Nur einmal. Lüft ist das gewesen. Genau. So, heiß. Wir machen wieder kurz Pause. Und dann kommt der nächste Funktionstest. So, Luis schließt jetzt hier wieder alles soweit an. Und dann dürfen wir gespannt sein. Daumen drücken, dass jetzt auch immer noch alles läuft und leuchtet, wie es soll. Ja, weil es kann auch ganz schnell passieren, dass beim Ein- und Ausbauen man einen Stecker vielleicht lockert aus Versehen und dadurch dann zum Beispiel ein Lüfter nicht mehr funktioniert, weil man halt den Stecker einfach rausgezogen hat. Das kann man dann nochmal einkleben, ja. Das kann man auch machen, wenn er läuft, oder? Alle Lüfter leuchten. Mhm. Und der leuchtet auch. Ja. Ja, sehr gut. Leute, es funktioniert. Wir waren erfolgreich. Trotz leichter Umstände haben wir es geschafft, diesen Leuchtstreifen da hinten einzubauen, der jetzt auch perfekt leuchtet, so wie er soll. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. So muss das. Ja. So muss das. So, wir öffnen das mal hier. Diese komische.
Jetzt. Oh. Oha. Das Ding ist auch wieder viel Spaß. Ja. Das ist sehr cool jetzt. Also das Orangene, das war ja orange halt, aber dass es jetzt so Regenbogenfarben durchläuft, ist ja wohl mal voll spacey, hey. Ja. Ja. Das ist aber ein Kack angepasst, ne? Ja, richtig cool. Musst du unten nur noch mal ein bisschen Sekunden klebern. Das machen wir jetzt gleich, aber wir verabschieden uns erst. Dann, ich glaube, das ist wieder ein bisschen längeres Video. Delete Premiere für dich. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald, ihr Lieben.